Hallo, da ist die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch einmal, wie man für die kleinen süßen Pinguine die Eisschollen bemalt. Ich habe jetzt schon mal eine kleine und eine große Eisscholle aufeinander geklebt, dass das schon mal festgezogen ist. Das habe ich mit unserem Bastelkleber gemacht und dann fangen wir mal an. Wir nehmen erstmal ein Küchenschwämmchen auf einen Wäschezwicker drauf und machen erst einmal die Oberfläche weiß. Dass da oben erstmal ganz weiß ist, dass wir mal Grundfarbe haben. So, ihr könnt es auch ein bisschen so betupfen, wenn ihr wollt. Ja, mache ich mir erst ein bisschen so grob. Man kann es ein bisschen anziehen. Und dann kann man es nochmal ein bisschen so betupfen. So, dass das schön weiß wird. Die Ränder habe ich schon vorher jetzt ein bisschen angefangen zum Bemalen. Da können wir ruhig ein bisschen Weiß mit drüber machen, weil jetzt gehen wir hier und ein bisschen Dunkelblau dazu nehmen und malen da unten unser Wasser. Das mache ich erst einmal grob mit dem Schwamm, überall wo ich hinkomme. Und den Rest machen wir dann mit dem Pinsel. So, jetzt können wir aber da gleich mit den Schwämmerl ein bisschen so eine Schattierung reinziehen, dass wir da oben ein bisschen Hellblau haben. Der Nachbar, der fängt jetzt das Klopfen an am Sonntag, ist auch toll. Den ist alle langweilig daheim. So, und ihr seht jetzt schon, da wo ich nicht hinkomme mit dem Ding, da gehe ich jetzt her und nehme einen Pinsel. Und gehe da einfach mit dem Pinsel nochmal drüber, jetzt da an die Kanten. Dass das alles sauber weiß verstrichen ist, da hinten noch ein bisschen. So, schauen wir mal, ob wir da überall dort waren. So, da können wir noch ein paar so Linien reinziehen, wenn ihr wollt. Und dann werden wir jetzt einfach mit Dunkelblau da noch mal ein bisschen so Schatten reinsetzen ins Wasser. Dass das nicht gar so hell ist, können wir ein paar Dunkle noch mit reinsetzen. Da setzen wir auch noch ein bisschen was Dunkles her. So, jetzt haben wir mal das große Ding, dann lassen wir das jetzt einmal im Moment trocknen. In der Zeit sage ich euch, wie man das Iglo bemalt. Und zwar werden wir jetzt da das dunkle Blau ein bisschen weg vom Pinsel, keinen Abstreifer und der nur weiß dazu. Und dann ziehen wir erst einmal da ein bisschen die Kanten rein. So, dass wir erstmal da ein bisschen nachfahren. Und noch ein bisschen Weiß dazu. Dann können wir da so Schattierungen setzen. Das könntest du noch ganz so dunkel machen. Da sind auch so Halterungen dabei, die kommen nachher da hinten rein, dass das stehen bleibt. Es gibt auch welche zum Hinhängen, aber wir brauchen es jetzt einmal eins zum Stellen. Also die gibt es in beide Varianten und in verschiedenen Größen. So, und dann geht man jetzt einfach her und macht da ein bisschen so eine Schattierung rein. Seht ihr es? So, dass da ein bisschen Schatten ist. Machen wir mit da noch ein bisschen, dass ihr das seht, wie das funktioniert. So, das ist jetzt unsere Rückseite, weil die Vorderseite habe ich schon vorbereitet. Das brauchen wir jetzt nicht gar so lang machen. Nur, dass ihr das gesehen habt, wie das funktioniert. Also mit ganz wenig Blau, nur ein bisschen so Weiß, ein bisschen so Schatten reinmachen. So, dann ist unser Iglo soweit schon mal fertig. Dann können wir das wieder dingen, dann nehmen wir unser anderes Teil wieder her. Das hat jetzt ein bisschen getrocknet. Jetzt können wir nämlich hergehen und können da auch ein bisschen eine Paste drauf machen. Das ist unsere Designpaste, die hat eine Konsistenz ungefähr, müsst ihr euch vorstellen, wie Nutella. Ja, also da können wir jetzt da einfach ein bisschen sowas drauf tupfen, macht es auch nicht zu dick drauf, ja, weil man braucht ja nicht so arg haben das Ganze, sondern nur, dass wir da vorne ein bisschen schöne Eisschicht kriegen. Da kann man da auch mal dazwischen so ein bisschen Eis machen, ja, weil wenn es im Winter ist ja auch mal gefroren, da könntest du da noch mal ein bisschen was reintupfen, da hinten machen wir ein bisschen drauf. Da wo die Pinguine jetzt dann draufstehen, mache ich gar nicht so arg viel drauf, weil sonst stehen es nachher nicht mehr vernünftig. Ja? Da können wir auch gleich unsere Lächeln da ein bisschen mit zuschmieren mit der Paste.
Da hinten auch nicht so viel, weil wir ja das Iglo draufstellen wollen. Da können wir jetzt einmal schauen, wenn es dann da so drauf kommt. Das passt wunderbar. Dann machen wir da noch ein paar so Tupfer her. So. Dann haben wir das soweit fertig. Euer Spatel entweder gleich wieder gut abstreifen oder ins Wasser dabei legen. Wir machen jetzt ein bisschen Deko-Eis über die ganze Geschichte. Alles, was trocken ist, hält es jetzt nicht mehr. Und da, wo es jetzt feucht ist, auch durch die Farbe, hält natürlich das Deko-Eis da drauf. Und zwar gibt es diesen winterlichen Touch. Und ihr seht schon, dann glitzert das alles so schön. Und da, wo jetzt praktisch schon trocken war, da hält es auch nicht mehr. Ja, das klopft man dann wieder runter, dann können wir das wieder so zusammen da. Dann können wir das wieder zurückschalten, somit ist das auch wirklich sehr sparsam, das Ganze. Nehmt euch einfach ein Papierl oder irgendwas, wo ihr es drauflegen könnt. Und dasselbe machen wir jetzt mit unserem Iglo auch noch. Wir bauen jetzt da mal unsere Halterung rein. Warum machen wir es denn jetzt so? Rechts und links, da gehen sie ein Tropfen Kleber mit rein, aber im Prinzip hält das auch so auch, wenn man das jetzt dann eh da drauf kleben. Da seht ihr schon da den Innenrand, den zieht man noch ein bisschen, den malen wir noch ein bisschen an. Machen wir jetzt einfach da noch ein bisschen Farbe drauf. Und dann werden wir unser Iglo noch gleich verschönern. Das zeige ich euch auch, wie ihr da so Eisoptik drauf machen könnt. Und zwar nimmt ihr eine weiße Farbe. Ihr könnt auch die Perlmuttfarbe zum Beispiel nehmen, wenn ihr jetzt kein Deko-Eis habt, die glitzert dann schon von allein. Und dann gehen wir kommen daher und machen wir erstmal oben einen Rand ein bisschen. Und dann könnt ihr da einfach so ein bisschen einen Schnee ein bisschen reinfallen lassen. Ein bisschen so am Rand entlang. Könnt natürlich auch mal zwischen ein bisschen so eine Raupe rummachen, wo es noch schneien lasst oder da dazwischen rein. Könnt ihr immer wieder, wenn ihr jetzt seht, wenn ihr jetzt das Deko-Eis schon drüber habt und seht noch irgendwo was, wo es noch schön war, wenn man jetzt da noch ein bisschen hätte, dann kann man das auch immer wieder nachmachen. Also das ist kein Problem. Wichtig ist nur, dass der Grund eben trocken ist. Das mache ich jetzt auch gleich da ein bisschen drüber, dann sieht man die Halterungen nicht so arg. Das Lehl brauchen wir auch nicht. Und da vielleicht noch ein bisschen einen Rand. Muss man natürlich jetzt aufpassen, dass man nicht reinlangen. So. Ich glaube, das passt so ganz gut. Können wir noch ein bisschen so einen Schnee runterfallen lassen. So, dann nehmen wir wieder unser Tablett und unser Deko-Eis, schütten das da drüber. Das trocknet eigentlich relativ schnell an. Somit habt ihr jetzt da auch wieder diesen Glanzeffekt da drauf, wenn ihr das seht. Und dann können wir das jetzt praktisch dann da so drauf kleben. Ein bisschen nach hinten kippen, dass es vernünftig kippt. Und ihr seht ja schon, wenn das jetzt alles ganz trocken ist, dann können unsere Pinkmänner da schon einziehen. Das war's schon. Ich zeige es euch mal nochmal, ihr könnt natürlich auch Bergvariante machen mit dem Ganzen. Ja? Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, Petra.